Hallo, schön, dass Sie reingeklickt haben. Ich heiße Christoph Nauke und bin PR-Berater. Willkommen zum Thema strategieorientierte Kommunikationssteuerung. Wenn Sie sich eine Viertelstunde Zeit nehmen können, stelle ich Ihnen gerne Basisinformationen dazu vor. Haben Sie Interesse? Schön, dann kommen Sie einfach rein in mein Büro. In dem Branchenverband DPRG, Deutsche Public Relations Gesellschaft, beschäftigt sich mit diesem Thema ein eigener Arbeitskreis, in dem ich mitwirke. Meistens wird der Begriff verwendet Kommunikationscontrolling. Wie Sie sehen, schreibe ich hier Kommunikationssteuerung. Nicht, weil Controlling der falsche Begriff wäre, sondern weil Controlling so fürchterlich oft missverstanden wird als Kontrolle. Wenn man Kommunikation nachhaltig steuern will, dann geht das nur gemeinsam mit den Menschen, die an dieser Kommunikation mitarbeiten. Und wenn die PR-Mitarbeiter in Unternehmen und Agenturen den falschen Eindruck gewinnen sollten, es ginge hierbei um Kontrolle, dann wäre das Kind schon in den Brunnen gefallen. Worum geht es tatsächlich? Es geht um die Steuerung der zahlreichen Aktivitäten, die unter dem Begriff Unternehmenskommunikation zusammengefasst werden. Dies ist eine Kommunikation, für die Unternehmen Geld ausgeben müssen. Und weil sie das tun, müssen sie sich hier, wie auch überall sonst, wo sie Geld ausgeben, Fragen stellen. Nämlich, warum soll ich dieses Geld ausgeben? Welcher Wertbeitrag wird durch die Investition erzielt? Wie viel sollte ich ausgeben? Was ist ein angemessener Betrag? In welche der unzähligen Möglichkeiten sollte ich tatsächlich das Geld investieren? Und schließlich auch, wie kann ich das, was ich in der Kommunikation tue, eigentlich laufend, systematisch, gezielt verbessern? Ich möchte Ihnen nachfolgend auf einfache Weise das sogenannte Wirkungsstufenmodell vorstellen. Es ist ein Modell, was von der DPRG gemeinsam mit dem ICV, Internationale Controllervereinigung, entwickelt wurde, mit dem Ziel, Antworten auf diese Fragen zu ermöglichen. Für den Einstieg verschwinde ich mal kurz von der Bildfläche und werfe mit Ihnen einen Blick in die tägliche Praxis. Was steht im Blickpunkt, wenn es um die Kommunikationssteuerung geht? Der Output? Also zum Beispiel die Zahl an Meldungen oder Posts, die produziert wurden, oder das tatsächliche Ergebnis, das dadurch am Ende erreicht werden soll. Ich denke, man kann davon ausgehen, dass die Unternehmen durchschnittlich 0,5% ihres Umsatzes für PR und Kommunikation ausgeben, ohne Marketing und Vertriebskosten. Mit diesem Benzin sozusagen werden die unterschiedlichsten Aktivitäten vorwärts gebracht. Unternehmenspublikationen, Unternehmensseiten in sozialen Netzen, Veranstaltungen, Intranets und Pressearbeit, um nur einiges zu nennen. Nach welchen Maßstäben wird ausgewählt und inhaltlich gesteuert? Nach meiner Erfahrung steht das Budget, also die Kostenplanung, an allererster Stelle. Außerdem wird vielleicht das Leistungsvolumen gemessen, also zum Beispiel erzeugte Posts oder versendete Media Releases. Auch der subjektive Blick des Top-Managements spielt eine Rolle, im Sinne von, das war klasse oder eben auch, das hat mir nicht gefallen. Ich kenne bislang nur wenige Unternehmen, die bei dieser Steuerung auch versuchen, eine höhere Wirkungsstufe ihrer Kommunikationsarbeit zu berücksichtigen. Also zum Beispiel, welche Qualität hatten die erzeugten Kommunikationsprodukte und vor allem, wie gut haben wir damit unsere strategischen Ziele verfolgt? Oder gar welchen Wertschöpfungsbeitrag sollten wir für die Kommunikationsleistung ansetzen? Die zwei relevanten deutschen Berufsverbände, die DPRG und der ICV, haben sich in den letzten Jahren dieses Dilemmas angenommen. Sie haben 2010 gemeinsam das sogenannte Wirkungsstufenmodell als Standard für das Management der professionellen Unternehmenskommunikation verabschiedet und in einem gemeinsamen Positionspapier veröffentlicht. Ich möchte Ihnen dieses Modell, das Wirkungsstufenmodell, gleich vorstellen, aber zuvor noch einige Sätze zum Nutzen des Modells. Es gibt nämlich in Wirklichkeit
nicht nur einen, sondern zahlreiche Vorteile dieses Modells. Zuallererst natürlich, das Modell hilft dabei, Kommunikation und ihre Steuerung in den Strategieprozess des Unternehmens einzubinden. Von der rein budgetorientierten, ressourcenorientierten Kommunikationsvorgabe zu einer wertschöpfungsorientierten Vorgabe, wo wollen wir denn hin? Das Modell unterstützt dabei, meine Kommunikationsarbeit laufend zu optimieren, mich zu fragen, wo und auf welche Weise kann ich besser werden. Es hilft mir dabei, Transparenz hineinzubringen in den Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Welche Kommunikationsarbeit, welche Investitionen, welche Aktivitäten haben eigentlich zu welchen Wirkungen geführt, sei es isoliert oder sei es auch in Kombination mit anderen Aktivitäten, wenn es auch aus anderen Unternehmensbereichen hinzukommt. Und auf diese Weise hilft mir das Modell dabei, einen Zusammenhang von Kosten und Nutzen herzustellen. Welcher Aufwand hat welchen Nutzen herbeigeführt? Das Modell folgt einem ganz einfachen Prinzip. Das ist auch deswegen ein Vorteil, weil das Modell dadurch für Menschen innerhalb und außerhalb der Unternehmenskommunikation schnell transportierbar, schnell verständlich wird. Es ist modular einsetzbar, das bedeutet, ich muss nicht gleich dieses Modell über meine gesamte Organisation ausrollen, wie man so sagt, sondern ich kann gezielt Testobjekte herauswählen, ein Projekt, eine Einzelaktivität und in einem begrenzten Rahmen meine Erfahrung sammeln und meine Umsetzung prüfen. Normalerweise sollte es möglich sein, dieses Modell mit vorhandenen Ressourcen umzusetzen, mit Bordmitteln, also im Regelfall. All diese Faktoren zusammengenommen bedeuten, ich kann das Modell sehr einfach testen, ich muss nicht gleich im ersten Schritt ein großes Projekt daraus machen. Die Grundlage des Wirkungsstufenmodells ist ein einfaches Prinzip, ich hatte es gesagt, ein einfaches Prinzip, was nicht nur Kommunikationsprofis kennen. Ich habe es hier bei Konrad Lorenz gefunden. Sie haben es sicher auch schon mal gelesen oder gehört. Es bedeutet gedacht, ist nicht gesagt. Gesagt, ist nicht gehört. Gehört bedeutet nicht verstanden. Verstanden heißt nicht automatisch gewollt. Gewollt bedeutet nicht automatisch gekonnt. Gekonnt und gewollt heißt noch nicht getan. Und getan heißt auch noch nicht beibehalten. Anders gesagt, zwischen dem Beginn einer Kommunikationshandlung und ihrer unternehmerischen Wirkung gibt es weitere Stufen, sogenannte Wirkungsstufen. Und Kommunikationssteuerung kann nur dann gelingen, wenn sie diese Stufen ebenfalls abbildet, denn nur so kann sie einen Zusammenhang zwischen einer Kommunikationsaktivität und ihrer unternehmerischen Wirkung herstellen. Kommunikationswirkung kann man also mit den Stufen einer Treppe abbilden. Und auf der ersten Treppenstufe stehen Kommunikationshandlungen. Diese werden natürlich durch das Kommunikationsmanagement unmittelbar gesteuert und beeinflusst. Allerdings wirken sie, wie wir festgestellt haben, nur sehr mittelbar auf betriebswirtschaftliche Erfolgsgrößen. Auf diese Impulse erfolgen mehrdimensionale Kommunikationsprozesse, an denen ganz wichtig verschiedene Stakeholder beteiligt sind. Und erst die Ergebnisse solcher Prozesse beeinflussen dann die eigentliche Wertschöpfung des Unternehmens. Das bedeutet also, auf jeder der verschiedenen Stufen gibt es eigene, dafür relevante Messobjekte, in denen gemessen wird. Ganz am Anfang der Treppe ist das Messobjekt die Organisation selbst. Danach folgen die Medien und Kanäle, auf denen sich dies abspielt. Anschließend die Bezugsgruppen, die an dieser Kommunikation teilhaben. Wir nennen sie auch Stakeholder. Das Messobjekt der Wertschöpfung wiederum ist natürlich das Unternehmen, also die Organisation selbst.
Deshalb beschreibt die erste der Wirkungsstufen den Input, also die Ressourcen, die für die Kommunikation eingesetzt werden. Danach folgt der Output. Der interne Output betrifft den Teil, der in der Organisation selbst entsteht und deswegen auch dort gemessen werden kann. Der externe Output beschreibt, welche dieser Inhalte wann und wo auch für die relevante Zielgruppe sichtbar wurden, also beispielsweise in entsprechenden Medien und Kanälen. Die Wirkung, die diese sichtbaren Medieninhalte bei den Bezugsgruppen dann erzielen, sind das Thema der nächsten Stufe, die Outcome genannt wird. Sie ist ebenfalls zweigeteilt. Im ersten Teil, dem direkten Outcome, geht es zunächst darum, inwieweit die Kommunikationsinhalte sich überhaupt im Wettbewerb um Aufmerksamkeit durchsetzen können. Im anderen Teil des Outcome, dem indirekten Outcome, wird dann festgestellt, ob und inwieweit die wahrgenommenen Kommunikationsinhalte dazu beigetragen haben, Meinungen, Einstellungen, auch Emotionen in der Zielgruppe zu verändern. Wenn nun hier am Abschluss der Treppe der Outflow steht, also die betriebswirtschaftlich messbare Wirkung, dann bedeutet dies vor allem, die bis dahin auf den vorherigen Stufen gewonnenen Ergebnisse und Kennzahlen werden im Kontext der unternehmensweiten finanziellen wie nicht finanziellen Kennzahlen verstanden. Als Unternehmenskommunikatoren muss uns klar sein, unternehmerische Ziele werden auf dieser Ebene, auf der Outflow-Ebene definiert. Und sie lassen sich nicht ausschließlich an finanziellen Kennzahlen festmachen, sondern sie werden auch an nicht finanziellen Kennzahlen festgemacht. Moderne Steuerungssysteme tragen dem ja auch Rechnung, Balanced Scorecard und so weiter. Das ist zugleich Chance, aber auch Herausforderung für den Kommunikationsverantwortlichen. Wenn Sie eine Position auf Augenhöhe mit dem Top-Management besetzen wollen, dann müssen Sie Kennzahlen definieren, anhand derer der unternehmerische Wertbeitrag der Kommunikation im Kontext mit den Zielen des Unternehmens insgesamt plausibel festgemacht wird. Nachhaltige Kommunikationssteuerung kann nur auf der Zielebene beginnen. Also zum Abschluss, was bringt mich eigentlich dazu, mich mit so einem Thema zu beschäftigen? Zunächst einmal bin ich Betriebswirt, der dann später in die Kommunikation kam. Finanzwesen ist einer meiner Schwerpunkte. Hinzu kommt ganz sicher, ich durfte für einige Jahre die Unternehmenskommunikation eines größeren Direktversicherers leiten und in dieser Zeit erheblich aufbauen. Das tradierte, ausschließlich budget- und kostenorientierte Steuerungsmodell, was ich dort vorfand, erschien mir für diese Aufgabe sehr unbefriedigend. Stattdessen entwickelte ich also ein eigenes, sowohl Kosten als auch Ergebnisse und Wirkungsbeiträge berücksichtigendes Modell, das große Ähnlichkeiten bereits zum Wirkungsstufenmodell hat. Hinzu kommt, weil es ein Direktversicherer war, dass mich der Gedanke fasziniert, die Erkenntnisse und Methoden des CRM, Customer Relationship Management, auf die Kommunikation zu übertragen. Ich bin der Auffassung, dass Kommunikation nichts anderes ist als eine Form von Verkauf, allerdings mit einer anderen Währung als beim normalen Kauf und Verkauf, nämlich nicht mit Geld, sondern mit Interesse und Aufmerksamkeit als Währung. Ich hoffe, damit habe ich Sie ein bisschen neugierig gemacht. Das wäre noch ein eigenes, längeres Thema für sich. Zum Abschluss empfehle ich Ihnen als Surftipp natürlich zunächst einmal communicationcontrolling.de. Das ist das Portal des Arbeitskreises, den ich erwähnt habe. Und würde mich natürlich auch freuen, Sie einmal auf meiner Website www.nauke.com zu sehen, sozusagen, Sie dort hingeloggt zu haben. Sie finden mehr Informationen zu diesem Thema bei uns dort unter dem Reiter Kommunikationsmanagement,
Kommunikationscontrolling. Dort sind demnächst auch weitere Filme geplant, zum Beispiel zum Thema Datengewinnung oder auch Umsetzung an einem Beispielszenario. Das alles wird sukzessive entstehen. Für heute freue ich mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und sich das angesehen haben. Ich freue mich über Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Danke Ihnen sehr herzlich und wünsche Ihnen viel Spaß bei der Auseinandersetzung damit, vielleicht auch, würde mich freuen bei der Umsetzung und freue mich über Ihr Feedback. Tschüss!